Liebe Geschwister, liebe Freunde, im Rahmen dieser Israel-Tage wollen wir heute Morgen das Buch des Propheten Joel miteinander besehen. Wir gehen durch das ganze Buch hindurch. Und wie bin ich eigentlich auf das Thema gekommen? Liebe zu Israel, verbunden mit der Überzeugung, dass Gott einen Ratschluss hat für dieses Volk, muss unbedingt in der Heiligen Schrift verwurzelt sein. Nicht auf irgendwelchen Gefühlen oder Sympathien beruhen, sondern verwurzelt im Wort Gottes. Sonst kann es sein, dass wir im Blick auf Israel Eifer haben, aber so wie Paulus in einem anderen Zusammenhang sagt, ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer haben, aber nicht nach Erkenntnis. So könnte das auch hier so sein. Unsere Liebe zu Israel muss im Wort Gottes verwurzelt sein. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass wir die prophetischen Bücher kennen und auch da immer mehr verwurzelt werden. Nun schauen wir die Botschaft des kleinen Joel-Buches an. Zuerst ein paar Bemerkungen zur Entstehungszeit. Es ist immer wichtig, wenn man irgendein Bibelbuch angeht, wann wurde es geschrieben? Das Buch beginnt ja in Vers 1 mit das Wort des Herrn, das geschah zu Joel, dem Sohn Petuels. Hier finden wir nicht, wie bei anderen Bibelbüchern, Angaben der Regierungszeit eines Königs oder von Königen. Wie können wir dieses Buch datieren? Nun, gemäß der Einreihung unter den vorassyrischen Büchern können wir sagen, dass Joel also zu den ganz alten Prophetenbüchern gehört. Und zwar ist es so, in der hebräischen Überlieferung des Alten Testamentes bildeten ja die 12 sogenannten kleinen Propheten eine Rolle. Und die Anordnung war nicht zufällig, sondern die Anordnung wurde gemacht nach Perioden. Also die Bücher sind eingeordnet, die ersten in die Zeit, als die Assyrer das Weltreich hatten, um 722 hatten sie ja die 10 Stämme erobert, das war noch so ein Höhepunkt der assyrischen Zeit, aber dann im Jahr 612 fiel Assyrien endgültig. Und so werden also für die assyrische Zeit eingeordnet Hosea, Joel, Amos, Obadja. Und nachher kommen dann die Propheten aus der Zeit des babylonischen Exils und schließlich ganz am Schluss die Propheten der nachexilischen Zeit. Joel ist also sehr früh eingeordnet unter die ersten Bücher und das bringt dieses Buch so etwa ins 8. Jahrhundert vor Christus. Das Thema lautet aus der Finsternis zum Licht. Das ganze Buch illustriert dieses wunderbare Wort aus Psalm 112, Vers 4. Wo es heißt, den Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Das Thema zeigt, wie Israel durch die größte Finsternis hindurchgehen muss in der Endzeit, aber schließlich zum Licht hingeführt wird. Eine Zusammenfassung des Buches könnte man wie folgt umschreiben. Die islamische Großkoalition unter der Führung Syriens wird Israel völlig überrennen und verwüsten. Das geschieht in der großen Drangsalzeit. Der Ewige wird schließlich persönlich intervenieren, diese Heere vernichten, den jüdischen Überrest befreien und ihn in den Segen des messianischen Friedensreiches hineinführen. Ich will ganz kurz die großen Linien der Prophetie vorzeichnen. Wir erwarten
dürfen erwarten tagtäglich das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus zur Entrückung der Gemeinde. Das muss geschehen vor dem Auftreten des Antichrists als Verführer. Offenbarung 3, Vers 10, der Herr sagt zu Philadelphia, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Und in dem Zusammenhang sagt der Herr, ich komme bald. Der Heilige Geist wird bei der Entrückung weggehen, und so kommt es nach 2 Thessalonicher 2, dass der, der zurückhält, aus dem Wege ist, und dann kann der Mensch der Sünde offenbar werden. Dann tritt Israel wieder neu ins Zentrum des Heilsplans. Jetzt ist Israel auf der Wartebank. Das Evangelium geht zu allen Völkern in allen fünf Kontinenten. Aber dann kommt Israel voll wieder auf den Plan. Es wird in Israel eine Erweckung geben. Der Überrest Israels wird zum Glauben kommen. Eine Stelle, Jesaja 10, Vers 20 bis 22. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Ewige der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Ein Überrest wird umkehren. Nicht das ganze Volk Israel, aber ein Überrest. Jesaja 37 zeigt uns, wo diese Erweckung beginnen wird. Nicht bei den Juden in der Diaspora, im Ausland, sondern im Land selbst. Jesaja 37, 31. Und das Entronnene vom Hause Juda, das übrig geblieben ist, wird wiederum Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein Entronnenes vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Also, das jüdische Volk musste zurückkehren in der Endzeit ins Land der Vorväter. Nach Jerusalem und sogar zum Berg Zion. Das ist der Tempelberg in Ostjerusalem, der erst seit 1967 in israelischer Hand ist. Und von dort aus, von Ostjerusalem aus, wird die Erweckung gehen. Nun, nur ein Überrest wird gerettet werden. Sacharja 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Lande, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen. Und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Ein Drittel wird umkehren. Das ist natürlich überwältigend. Würde ein Drittel von Deutschland umkehren in der Endzeit? Diese Verheißung gibt es nicht. Aber im Blick auf Israel gibt es diese Verheißung. Nun, es wird sich also nach der Entrückung dieser Überrest herausbilden. Zuerst diese 144.000, die bilden die Vorhut, die 144.000 Versiegelten aus Offenbarung 7.
Und sie werden eine Rolle spielen in Verbindung mit dem Wiederaufbau des dritten Tempels, der noch kommen wird. Davon werden wir einiges hören aus dem Buch Joel. Darum lesen wir jetzt keine Bibelstellen dazu. Aber der Antichrist wird Führer sein in Israel. Und die Masse wird durch ihn verführt werden. Schließlich wird er ein Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz im Vorhof des dritten Tempels. Und dieses Ereignis erwähnt der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dache ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus einem Haus zu holen. Und dann Vers 21, denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Kein Mensch würde überleben. Also dieser Gräuel der Verwüstung ist dieses Götzenbild, entsprechendes Götzenbild nach Offenbarung 13, dass der Antichrist an heiligem Ort im dritten Tempel aufstellen wird, um den Tempel zu verunreinigen. Denn er wird ein Gegner sein des Überrestes. Und das wird das Zeichen sein für die 144.000, um dann auf die Berge zu fliehen und schließlich nach Jordanien in die Wüste. Dort wird Gott sie bewahren während der großen Drangsal. Nun, in Matthäus 24 wird nicht erklärt, was denn diese große Drangsal auslöst. Also, beziehungsweise der Auslöser wird gesagt, dieses Götzenbild, aber worin besteht dann die Drangsal? Der erste Schlag wird sein, der König des Nordens wird Israel überrennen mit allen seinen Verbündeten. Ich lese dazu noch aus Daniel 11, Vers 40. In Daniel 11, 36 bis 39 wird der Antichrist als Herrscher, als König in Israel beschrieben. Und dann Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens, in der erfüllten Prophetie war das immer Ägypten, während der König des Nordens in der erfüllten Prophetie immer Syrien war. Darum können wir es so genau zuordnen. Zur Zeit des Endes wird der König des Südens, Ägypten, mit ihm zusammenstoßen, mit dem Antichristen. Und der König des Nordens, Syrien, wird gegen ihn, den Antichristen, anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zierde. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom, Südjordanien, Moab, Mitteljordanien und die vornehmsten der Kinder Ammon, Nordjordanien. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Kuschiten werden in seinem Gefolge sein. Kusch ist in der Bibel eine Bezeichnung für das Gebiet des Sudans, Äthiopien, Eritrea. Libyen und Sudan werden in seinem Gefolge sein. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Nun, Syrien wird also Israel angreifen von Norden, in dem Moment, wo Israel abgelenkt sein wird durch Ägypten im Süden. Und diese syrische Macht wird ganz Israel überrennen, aber einen weitergehenden Nahostkrieg auslösen, aber Jordanien wird hier verschont, im Wesentlichen. Und darum, der Überrest, der fliehen wird nach Jordanien, ist genau im richtigen Ort, ja?
Und schließlich wird Syrien Ägypten erobern, aber dann wird er zurückkommen, um die Position in Israel zu festigen, zwischen dem Meer, das ist das Mittelmeer, und dem Berg der Heiligen Zierde, das ist der Tempelberg. Und dann wird er zum Ende kommen. Also es geht hier, mit kurzen Worten, um einen Feldzug von Norden her, der verheerend sein wird für Israel. Und dieses Thema wird noch ausführlicher eben im Buch Joel behandelt. Und da sehen wir, das wird eine Großmacht sein, darum habe ich in der Zusammenfassung gesagt, die islamische Großkoalition unter der Führung Syriens, des Königs des Nordens, oder im Propheten Micha oder Jesaja wird diese Macht bezeichnet als Assur oder der Assyrer, zum Beispiel Micha 5. Das ist also das ist das Gleiche. Der König des Nordens, Assur, Assyrien. Denn, bedenken wir, in Daniel ist der König des Nordens immer Großsyrien, das also große Teile des Nahen Ostens umfasste. In der erfüllten Prophetie war das immer dieses große Syrien, das im Visier stand. Nun wollen wir das anhand des Buches Joel im Detail anschauen. Und wir sehen dann, wie Israel zwar überrennt wird, aber in dieser Not kommt ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben. Zwei Drittel werden ausgelöscht werden, haben wir gelesen in Sacharja 13,8, aber ein Drittel wird umkehren und Gott wird diesen Drittel als sein Volk anerkennen. Und weil zwei Drittel ausgelöscht sein werden, am Schluss, bleibt nur noch der Drittel übrig. Und darum heißt es in Römer 11, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Aber ganz Israel ist der Überrest, so wie wir gelesen haben in Jesaja 10, 20 bis 22. Wenn die Zahl der Söhne Israels wäre wie der Sand des Meeres, nur ein Überrest wird errettet werden. Wie bringt man die beiden Aussagen zusammen? Ganz einfach. Der Überrest, der übrig bleibt, ist am Schluss ganz Israel. Das war Römer 11, Vers 26. Nun habe ich bei den ausgeteilten Blättern meine Übersetzung hinzugefügt des Propheten Joel. Und zwar handelt es sich hier um eine ganz wörtliche Übersetzung, noch wörtlicher als die Elberfelder. Und ich habe darauf geachtet, die Poesie des Textes sichtbar zu machen. Das ganze Buch ist ein Gedicht im Grundtext, also in Verszeilen aufgeschrieben. Und wir sehen hier auf dem Text immer die Verszeilen für sich. Und da lernen wir auch gleich noch einiges über hebräische Poesie im Alten Testament. Das wird uns hilfreich sein, auch für andere Bibeltexte, weil ein Drittel des ganzen Alten Testaments ist poetisch, also in Versen abgefasst. Das entspricht dem Textumfang des ganzen Neuen Testaments. Also da lohnt es sich doch ein bisschen, die Poesie des Alten Testamentes zu kennen. Wir beginnen in Kapitel 1, Vers 1 mit dem Titel. Das Wort des Herrn, das geschah zu Joel, dem Sohn Petuels. Hört dies, ihr Älteste. Ja, nehmt es zu Ohren, alle ihr Bewohner des Landes. Hier haben wir einen synonymen Parallelismus vor uns. Die hebräische Poesie zeichnet sich aus durch einen Gedankenreim, der eben in der Übersetzung auch noch sichtbar ist, wahrnehmbar ist. Die Grundstruktur der hebräischen Poesie sind zwei parallel gestellte Verszeilen. Da haben wir hier zwei Zeilen. Und hier haben wir den ersten Grundtyp von dreien. Der erste Grundtyp ist synonymer Parallelismus. In der zweiten Zeile wird dasselbe wie in der ersten mit anderen Worten nochmals gesagt. Merken wir, hört dies, entspricht in der zweiten Zeile, ja, nehmt es zu Ohren.
Ihr Älteste entspricht in der Ausweitung der zweiten Zeile alle ihr Bewohner des Landes. Zuerst die besonders Verantwortlichen, aber es geht alle an, was nun verkündigt wird. Dann auf der Rückseite geht es weiter. Ist solches in euren Tagen geschehen? Oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt davon euren Kindern. Und eure Kinder ihren Kindern. Und ihre Kinder der folgenden Generation. Also, Joel verkündet etwas, das man nicht kennt aus der Vergangenheit Israels. Etwas ganz Schreckliches kommt jetzt. Und das ist so einschneidend, das soll von Generation zu Generation nach hier weitergegeben werden. Vers 4 beschreibt nun diesen Angriff dieser großen Koalition vom Norden her als einen Überfall einer Heuschreckenarmee. Und wir haben hier im Text verschiedene Wörter für Heuschrecke. Im Hebräischen gibt es da verschiedene Ausdrücke. Was der Abnager übrig ließ, fraß der Vermehrer. Und was der Vermehrer übrig ließ, fraß der Hüpfer. Und was der Hüpfer übrig ließ, fraß der Vertilger. Ich habe in den Fußnoten angegeben, wie da die hebräischen Wörter heißen. Das erste Wort Abnager ist Gazam, Vermehrer ist Arbe. Und dann drittens Hüpfer, das ist der Jelek. Und zwar ist gemeint speziell die Heuschrecke im Stadium vor der letzten der vier Häutungen, wo die Flügel noch in einer hornartigen Scheide gehemmt sind. Daher hüpft er mehr, als dass er fliegen könnte. Darum habe ich dann übersetzt mit Hüpfer. Also eine Heuschreckenarmee, die alles verwüstet und nichts mehr übrig lässt. Das ist ja in der Biologie so ein Geheimnis. Heuschrecken gibt es die ganze Zeit, aber eine Heuschreckenplage gibt es plötzlich von Zeit zu Zeit. Und zwar ist es so, dass irgendetwas umgeschaltet wird in der Heuschrecke. Und sie hat nur noch eine Idee, nein, zwei Ideen, sich vermehren und fressen. Also das Verhalten ändert sich plötzlich und dann können solche verheerenden Katastrophen ausgelöst werden durch Heuschrecken im Nahen Osten oder in Afrika. Jetzt gehen wir weiter, Vers 5. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Und heult alle, ihr Weintrinker, über den neuen Wein, weil er abgeschnitten ist von eurem Mund. Denn eine Nation ist hinaufgezogen über mein Land, stark und ohne Zahl. Ihre Zähne sind Zähne eines Löwen, und sie hat das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer erschreckenden Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zu einer Zerknickung. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Wehklage wie eine Jungfrau mit Sacktuch umgürtet über den Verlobten ihrer Jugend. Hier haben wir so zwischendurch eine zweite Form des Parallelismus, der synthetische Parallelismus. Hier wird in der zweiten Zeile der Gedanke der ersten Zeile weitergeführt, zu einer Synthese geführt. 1 Vers 8, Wehklage wie eine Jungfrau, mit Sacktuch umgürtet, über den Verlobten ihrer Jugend. Also hier werden neue Gedanken hinzugefügt in der zweiten Zeile, die das Ganze weiterführen zu einer Synthese. Abgeschnitten sind Speisopfer und Trankopfer vom Haus des Herrn. Jetzt haben wir hier zum ersten Mal in Joel den Tempel erwähnt. Endzeitlich soll das Haus des Herrn eine Realität sein. Und Speisopfer und Trankopfer,
sind eine Realität, aber jetzt durch diesen verheerenden Angriff von Norden ist es nicht mehr möglich, Speisopfer und Trankopfer zu produzieren. Also das Trankopfer von Wein kann nicht mehr produziert werden, denn wir haben ja gelesen in Vers 5, wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint und heult alle, ihr Weintrinker, über den neuen Wein, das ist der Traubensaft, weil er abgeschnitten ist von eurem Mund. Vers 7, sie, diese schlimme Nation, sie hat meinen Weinstock zu einer erschreckenden Wüste gemacht. Kein Trankopfer mehr. Und weil auch die ganze Landwirtschaft zerstört wird, gibt es auch keine Speisopfer aus Feinmehl mehr. Nun, der Tempel wird hier vorausgesetzt als Realität hier in der Endzeit. Bei Haus des Herrn habe ich eine Fußnote gemacht, Fußnote 8, hebräisch Bayit. Und das ist sehr oft einfach der Fachausdruck für das eigentliche Tempelhaus. Bayit. Darum sagt man Har HaBayit, der Berg des Hauses, das ist der Tempelberg auf Hebräisch, ja? Also, dieses Haus des Herrn kommt dann noch mehrmals vor, so in Kapitel 1, Vers 13, 14, 16 und Kapitel 4, Vers 18. Nun können wir hier wieder eine Parallele ziehen zu Daniel. Im Blick auf die letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Christi, heißt es in Daniel 9, und er, das ist der kommende Diktator des wiedererstandenen Römischen Reiches, also von Europa, und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Für eine Jahrwoche, also für 7 Jahre, wird Europa einen Bund mit der Masse des jüdischen Volkes, das sind die vielen, schließen. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Also, 7 Jahre ein Bund zwischen Europa und Israel. Nach 3,5 Jahren wird aber dieser Diktator veranlassen, dass die Opfer im Tempel aufhören. Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Nun, wodurch geschieht das? Indem der Verbündete des Diktators in Europa, das ist der Antichrist in Israel, er wird ein Götzenbild im Tempel aufstellen. Und so ist der Tempel verunreinigt, man kann nicht mehr weiter opfern. So hört das auf und es bleiben noch 3,5 Jahre, nach der Offenbarung 1260 Tage, Offenbarung 11, dieser großen Drangsal. Und wenn Gott diese Zeit nicht verkürzt hätte auf diese Anzahl Tage, würde die ganze Menschheit vernichtet werden. Würde kein Fleisch gerettet werden. Nun, haben wir hier aber in Joel nicht die gleiche Begründung für das Fehlen der Speisopfer und Trankopfer. Da geht es nun nicht um das Götzenbild, das den Tempel verunreinigt hat, sondern um die Folge, der König des Nordens überrennt Israel, verwüstet das ganze Land, so dass man überhaupt kein Speisopfer und kein Trankopfer mehr herstellen kann. Also nochmals, 1 Vers 9. Abgeschnitten sind Speisopfer und Trankopfer vom Haus des Herrn. Die Priester trauern, die Diener des Herrn. Jetzt haben wir wieder einen Begriff in Verbindung mit dem dritten Tempel, die Kohanim, die Priester, sind traurig, weil sie keine Opfer mehr bringen können. Und hier haben wir wieder einen synonymen Parallelismus, die Priester trauern, die Diener des Herrn. Ja? Priester ist parallel zu Diener des Herrn. Verwüstet ist das Feld, der Erdboden vertrocknet, denn verwüstet ist das Korn, durch das man Speisopfer herstellen könnte. Zu Schanden geworden ist der neue Wein, durch das man den Wein des Trankopfers produzieren könnte. Verschmachtet das Olivenöl, das man braucht für den 7-armigen Leuchter im Heiligtum,
für Speisopfer auch als Beigemisch und so weiter. Auch wieder ein Bestandteil des Opferdienstes, Olivenöl. Seid beschämt, ihr Bauern, heult, ihr Winzer, über den Weizen und über die Gerste. Denn zugrunde gegangen ist die Ernte des Feldes. Der Weinstock ist verdorrt und der Feigenbaum verwelkt. Granate, auch Palme und Apfelbaum. Alle Bäume des Feldes sind verdorrt. Ja, verdorrt ist die Freude. Weg von den Menschenkindern. Gürtet euch und wehklagt ihr Priester. Jetzt haben wir sie wieder, die Kohanim. Heult ihr Diener des Altars. Hier wird nun ganz konkret die Struktur des Altars im dritten Tempel erwähnt. Ihr Diener des Altars, kommt, übernachtet in Sacktuch. Ihr Diener Gottes. Denn entzogen sind dem Haus eures Gottes Speis- und Trankopfer. Also wir merken, der ganze Text dreht sich um den dritten Tempel und um das Opfer, das aufgehört hat. Und um das verwüstete Land. Da haben wir also das Tempelhaus wieder, das Haus eures Gottes. Heiligt ein Fasten. Beruft eine Festversammlung ein. Versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes. Wohin sollen sie gehen? Zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zu dem Herrn. Also sie sollen in den dritten Tempel gehen und dort Gott anrufen in dieser größten Not. Ohne Opfer, nur beten. Aber im dritten Tempel, in den Tempel der Endzeit. Ach, über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn. Und gleichsam als eine Verwüstung von dem Allmächtigen wird er kommen. Der Tag des Herrn ist die Zeitperiode des Wiederkommens des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Verbunden mit der großen Drangsal. Gleichsam als eine Verwüstung von dem Allmächtigen wird er kommen. Ist nicht vor unseren Augen abgeschnitten die Speise von dem Haus unseres Gottes, Freude und Frohlocken? Auch da wird wieder der Tempel erwähnt. Trocken sind die Saatkörner unter ihren Schollen. Verödet sind die Vorratshäuser, eingerissen die Kornhäuser. Denn zu Schanden geworden ist das Getreide. Wie stöhnt das Vieh? Die Rinderherden irren umher, denn es gibt keine Weide für sie. Und da haben wir die Opfertiere, ja? Sie werden hier erwähnt, weil, das Vieh wird hier erwähnt, weil es das Material wäre für die Tieropfer. Die Rinderherden irren umher, denn es gibt keine Weide für sie. Auch die Kleinviehherden gehen zugrunde. Opfer sind ja nach dem Alten Testament möglich Stier für die größten Opfer, also Rinder, in Verbindung mit dem speziellen Opfer zur Reinigung von Verunreinigung des Todes, die rote Kuh, die rote junge Kuh, das wären also die Rinder. Und dann aus dem Kleinvieh Ziegen und Schafe. Auch die Kleinviehherden gehen zugrunde. Zu dir, Herr, schreie ich, denn Feuer hat verzehrt die Weideplätze der Wüste. Ich habe hier eine Erklärung eingefügt bei Wüste, hebräisch Midbar. Das ist nicht eine Wüste in unserem Sinn, wo alles tot wäre. Midbar ist eine für Kleinviehzucht geeignete Wüste. Wie zum Beispiel die Wüste Judäa. Das war ja der Ort, wo David seine Schafe geweidet hat. Über den größten Teil des Jahres kann man in der judäischen Wüste Kleinvieh ernähren. Also ideal. Das Land Israel war ja geteilt in fruchtbares Ackerland, wie zum Beispiel in Galiläa,
und dann die judäische Wüste. Aber das war eben nicht eine Wüste im Sinn von totem Land, sondern eine Midbar im Alten Testament, wo man das Kleinvieh weidet. Im Nahen Osten muss Ackerwirtschaft und Kleinviehzucht strikt getrennt werden. Denn wenn man die Schafe und die Ziegen auf das fruchtbare Ackerland bringt und die fruchtbaren Wiesen, in der kürzesten Zeit wird das fruchtbare Land in Wüste umgewandelt und zerstört. Ganz besonders durch die Ziegen, die Grasnarbe sehr, sehr tief abbeißen und so das Land zerstören. Und Gott hat also das verheißene Land eingerichtet, also ein Land, das fließt von Milch und Honig. Judäische Wüste ist der Bereich, wo die Milch fließt, mit Schafen und Ziegen. Und der Rest des Landes ist der Ort, wo der Honig fließt. Dwasch bezeichnet nicht eben nur Bienenhonig, sondern jegliche Art von Fruchtsäften, Fruchthonig, ja. Und so ist das eben das Land des Honigs und die Wüste das Land der Milch. Aber nun, das Feuer hat verzehrt die Weideplätze der Wüste. Da geht es speziell um die judäische Wüste. Und eine Flamme hat verbrannt alle Bäume des Feldes. Also sowohl der Bereich des Honigs als auch der Bereich der Milch ist zerstört durch diese Armee von Norden. Und eine Flamme hat verbrannt alle Bäume des Feldes. Auch die Tiere des Feldes, das sind nun die wilden Tiere, die man nicht für die Opfer braucht. Auch die Tiere des Feldes lechzen zu dir, denn vertrocknet sind die Wasserbäche. Ja, Feuer hat verzehrt die Weideplätze der Wüste. Denn diese Weideplätze der Wüste sind ja auch für die wilden Tiere in der judäischen Wüste, die eine sehr lebendige Wüste ist mit viel Fauna, mit vielen Tieren. Nun gehen wir weiter zu Kapitel 2. Stoßt ins Schofarhorn auf Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Hier haben wir wieder, so nebenbei gesagt, einen Synonymen-Parallelismus, ja? Stoßt ins Schofarhorn auf Zion, bedeutet das gleiche wie und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Also da haben wir wieder den Hinweis auf den dritten Tempel. Der Tempelberg wird erwähnt, der heilige Berg. Es ist der Berg Zion. Und da soll das Schofarhorn, das Tempelhorn, das Tempeltierhorn geblasen werden. Erzittern sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Der Tag, wo der Richter in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Ja, er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Das ist die große Drangsalszeit, die das Kommen des Herrn einleitet. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie die Morgenröte ausgebreitet ist über den Bergen, tritt auf ein zahlreiches und starkes Volk. Seinesgleichen ist nicht gewesen von Ewigkeit her. Und nach ihm wird keines fortfahren, so zu sein, bis in die Jahre der Generationen und Generationen. Nun sehen wir diesen Feind, der von Norden her kommen wird. Er wird bezeichnet als ein zahlreiches und starkes Volk. Und es wird hier deutlich gemacht, noch nie ist ein solches Volk je gegen Israel vorgegangen. So zahlreich. Und das zeigt eben, dass dieser König des Nordens, in Daniel, in der erfüllten Prophetie, Daniel 11, 1 bis 35, war das immer Syrien, und zwar ein Großsyrien, das übrigens bis in der Antike bis nach Indien reichte. Da kommt also eine ganze Versammlung von Nationen unter der Führung Syriens gegen Israel. Und das wird also
eine einmalige Katastrophe sein. Nie mehr wird in die Jahre der Generationen und Generationen wird nie mehr so etwas sich wiederholen. Kapitel 2, Vers 3. Vor ihm fraß das Feuer, verbrennt eine Flamme. Wie der Garten Eden ist das Land vor ihm, und nach ihm eine Wüste des Entsetzens. Ist das nicht interessant? Wir haben doch in der Bibel ganz klar vorausgesagt, wenn der Messias, der leidende Messias kommt und von der Masse seines Volkes verworfen wird, wird sein Volk zerstreut werden unter alle Völker. Und das Land Israel selbst wird absinken zu einer unansehnlichen Wüste. So steht das in 3. Mose 26, Vers 31. Dass die Feinde, die in diesem Land wohnen werden, werden sich entsetzen über die Wüste dieses Landes. Nun, in der Geschichte hat sich das so erfüllt, in einem jahrhundertedauernden Prozess bis ins 19. Jahrhundert sank das Land, das einst von Milch und Honig floss, immer mehr ab zu einer unansehnlichen Wüste. Mark Twain hat 1867 das Land der Bibel besucht und er schrieb in seinem Buch Innocence Abroad, das Land ist spärlich bewohnt, es hat nichts Liebliches für das Auge, es ist ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Palästina 1867, kurz vor der ersten jüdischen Einwanderungswelle, die 1882 erfolgen sollte. Und da begann man das Land wieder fruchtbar zu machen. Und heute ist es ein Garten. Und zwar genauso, wie es heißt in Hesekiel, schlagen wir das auf, Hesekiel 36, Vers 34. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Zum Beispiel vor den Augen von Mark Twain, ja? Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Ja, und Israelreisende sagen das heute, das Land ist ein Garten geworden, wie der Garten Eden. Aber Joel geht noch darüber hinaus und zeigt, wenn dieser endzeitliche Angriff kommt, wird das Land vor ihm nicht eine Wüste sein, wie es das war während für die Zeit von fast 2000 Jahren, sondern es muss dann ein Garten Eden sein. Und das ist die Situation von heute. Aber das wird nochmals verwüstet. Wie der Garten Eden ist das Land vor ihm und nach ihm eine Wüste des Entsetzens. Und auch keine Entronnenen hat es. Das heißt, dieses Volk lässt niemanden durch Flucht entrinnen. So habe ich das in der Fußnote umschrieben. Wie die Erscheinung von Pferden ist seine Erscheinung. Und wie Reiter, also eilen sie daher. Man beachte gut das Wie, ja? Wie? Da wird eine moderne Armee beschrieben. Wie die Erscheinung von Pferden ist seine Erscheinung. Und wie Reiter, also eilen sie daher. Wie das Getöse von Wagen, hüpfen sie auf den Berg, auf den Gipfeln der Berge. Wie das Prasseln einer Feuerflamme, welches Stoppeln verzehrt, gleichsam als starkes Volk, in Schlachtordnung aufgestellt, treten sie auf. Vor ihm, wörtlich vor seinem Angesicht, erbeben Völker, alle Gesichter erbleichen. Gleichsam als Helden rennen sie, gleichsam als Männer des Krieges ersteigen sie die Mauer. Ein jeder geht auf seinen Wagen und sie kommen von ihren Pfaden nicht ab. Keiner drängt den anderen. Ein jeder geht auf seiner Bahn und zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie sich rasch zu Boden. Sie lassen keinen Bruch in den Reihen entstehen. In der Stadt rennen sie umher. Sie gehen auf der Mauer. Sie steigen in die Häuser, durch die Fenster,
gehen sie hinein wie ein Dieb und unter den Sternen. Und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und was der Herr Jesus ankündigt an Erdbeben für die Endzeit, wird sich noch mehr verschärfen. Und darum haben wir hier nicht einfach nur so eine malerische Sprache, sondern es ist konkret. Vor ihm bebt die Erde, es erzittern die Himmel, die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und der Herr lässt seine Stimme erschallen vor seinem Heer. Denn sehr groß ist sein Lager, denn stark ist der Täter seines Wortes, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich, und wer vermag ihn zu ertragen? Nun wird hier in Vers 11 dieser Angriff beschrieben als ein Gericht Gottes über Israel. Es ist bemerkenswert, in den vergangenen Jahrzehnten seit 1948 hat Gott seine schützende Hand über Israel gehalten in allen Vernichtungskriegen. In allen Vernichtungskriegen bis heute. Aber in dieser Zeit wird die Masse des Volkes sich für den Antichristen entschieden haben. Und sie werden diesen Götzendienst, der den dritten Tempel verunreinigt, akzeptieren. Und darum lässt Gott das Gericht zu. Ich lese weiter Vers 12. Und auch jetzt, Spruch des Herrn, kehrt um bis zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Wehklagen. Nun kommt ein Aufruf an Israel, in dieser Not noch umzukehren. Und das entspricht, was wir gelesen haben, Sacharja 13, Vers 8, dass ein Drittel wird ins Feuer gebracht werden, wie man Gold und Silber im Feuer läutert. Und so kommen sie zur Umkehr. Also hier haben wir in der großen Drangsal die Bildung des Überrestes. Während die Vorhut des Überrestes, die 144.000, die sind bereits im Ausland. Und Gott versorgt sie dort für 3,5 Jahre. Aber hier wird das Volk im Land angesprochen, das nun eine gewaltige Erweckung erleben wird in der größten Not. Vers 13, so zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Keine äußerliche Bekehrung, eine echte Herzensbekehrung. Und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn gnädig und barmherzig ist er, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und er wird es sich gereuen lassen über das Böse. Wer weiß, er wird umkehren und es sich gereuen lassen und wird hinter sich Segen zurücklassen. Was könnte dann Segen sein für Israel? Es wird hier gleich gesagt, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Merken wir, wie stark Joel konzentriert ist auf den Gottesdienst des dritten Tempels. Vers 15. Stoßt ins Schofarhorn auf Zion. Das hatten wir schon mal in Vers 1. Heiligt ein Fasten. Ruft eine Festversammlung aus. Versammelt das Volk. Heiligt eine Volksversammlung. Bringt die Ältesten zusammen. Versammelt die Kinder. Und die Säuglinge an den Brüsten. Also wirklich, das ganze Volk wird aufgerufen, bis zu den Säuglingen, umzukehren und hier an dieser Bußversammlung teilzunehmen. Es gehe hinaus der Bräutigam aus seinem Zimmer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Umkehr ist wichtiger als die Hochzeitsnacht. Dann wird gesagt, darauf verzichten, jetzt kommt zuerst die Umkehr. Das ist die Aussage dieser zwei Verse, Verszeilen. Es gehe hinaus der Bräutigam, gemeint ist der Jung, Vermählte, aus seinem Zimmer. Das ist das Hochzeitszimmer. Und die Braut aus ihrem Brautgemach. Zwischen der Vorhalle und dem Altar sollen die Priester weinen. Nun haben wir wieder eine Tempelstruktur konkret erwähnt, die Vorhalle.
der Ulam. Ich habe in der Fußnote erklärt, das Tempelhaus besteht aus Vorhalle, Heiligem und Allerheiligsten. So war es im zweiten Tempel und im ersten, dem Salomonischen Tempel. Hier wird die Vorhalle erwähnt. Und wichtig, schon in der Zeit des zweiten Tempels und des ersten Tempels war dieser Bereich zwischen dem Tempelhaus und dem Altar war ganz besonders heilig. Und da durften nur Priester, dort hatten die Priester einen speziellen Zugang, nicht einfach das Volk. Das war ein ganz besonders geheiligter Bereich. Und dort sollen die Priester weinen. Genau, wir können also auf den Tempelberg, wo wir jetzt genau wissen, durch die Untersuchung von Lane Rittmeier, ich habe darüber gesprochen an einer früheren Israel-Konferenz, wir wissen ganz genau, wo das Allerheiligste stand, wo das Heilige, die Vorhalle, wo der Altar, wo der innere Vorhof begrenzt war. Wir könnten das ganz genau einzeichnen auf dem Tempelplatz in Jerusalem, wo die stehen müssen. Also wenn Sie in ein paar Tagen mit mir auf Israel kommen würden, wenn wir es schaffen, auf den Tempelberg zu gehen, kann ich Ihnen genau erklären, da ist dieser Bereich, da werden Sie stehen. Zwischen der Vorhalle und dem Altar sollen die Priester weinen. Die Diener des Herrn sollen sagen, verschone Herr dein Volk und gib dein Erbteil nicht preis der Schande, der Spottrede der Nationen. Warum sollte man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Dann eifert der Herr für sein Land und er erbarmt sich über sein Volk. Merken wir, jetzt kommt die Wende im Buch Joel. Ja? Bis hier die Katastrophe, aber die dazu führt, dass ein Überrest umkehren wird und um Verschonung fleht. Und nun kommt die Wende, dann eifert der Herr für sein Land. Sie sagen, wo ist ihr Gott? Das sollen die Feinde nicht sagen. Und dann heißt es, dann eifert der Herr, Jahwe. Das ist eine Anspielung auf den Namen Joel. Jo ist die Abkürzung für Jahwe, der Herr. Und El bedeutet Gott. Und nun haben wir hier, genau da, wo die Wende im Buch Joel kommt, haben wir die Bezeichnung Gott und dann der Herr. Joel. Jahwe ist ja der Name des Bundesgottes. Gott hat Israel sich mit diesem Namen vorgestellt in 2. Mose 3 und in 2. Mose 6, als er mit diesem Volk ein spezielles Bündnis eingegangen ist, hat er sich als Jahwe vorgestellt. Das ist der Gott, der in Beziehung zu seinem Volk steht und Abmachungen gemacht hat, an die er sich hält. Gott ist mehr die Bezeichnung für den Mächtigen, den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Nun, sie sagen, warum sollte man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und dann heißt es, dann eifert der Herr für sein Land. Der Gott, der treu ist in seinen Abmachungen, er setzt sich nun für das Land Israel ein. Wenn wir nochmals das erste Blatt vor uns stellen, da haben wir unter zum Aufbau des Buches eine grobe Zweiteilung des Buches Joel. Römisch 1, Kapitel 1 bis 2, Vers 17, ja? Und Römisch 2, Kapitel 2, Vers 18 bis zum Schluss des Buches. Also den ersten Teil bis Vers 17 überschreibe ich mit dem Titel Finsternis über Juda und Jerusalem. Durch die Katastrophe der großen Drangsal und durch diesen Angriff von Norden hier. Aber jetzt kommt der zweite Teil, jetzt kommt die Wende, Licht über Juda und Jerusalem. Und darum habe ich ja zusammengefasst, das Thema dieses Buches ist aus der Finsternis zum Licht. Psalm 112, Vers 4. Nun gehen wir also aus der Finsternis hinüber zum Licht und lesen ab Kapitel 2, Vers 18 weiter.
dann eifert der Herr für sein Land und er erbarmt sich über sein Volk. Merken wir, das ist wieder welcher Typus? Synonymer Parallelismus. Dann antwortet der Herr und spricht zu seinem Volk. Siehe, ich sende euch das Korn, den neuen Wein und das Olivenöl. Warum wird das erwähnt? Weil das alles Dinge sind, die wichtig sind im Blick auf den Segen, nämlich der Opferdienst im dritten Tempel. Und da muss einer kommen und sagen, ja, damit dritten Tempel, das ist eine Fantasie von gewissen Christen, das wird nie mehr kommen. Das ist gerade das Schlüsselthema im ganzen Buch Joel. Alles dreht sich darum. Siehe, ich sende euch das Korn, den neuen Wein und das Olivenöl, sodass ihr davon satt werdet, und ich werde euch nicht mehr setzen zum Hohn unter den Nationen. Ja, diese Landwirtschaftsprodukte sind für das Essen der Bevölkerung, aber davon können sie dann eben wieder dem Herrn zurückgeben als Speisopfer und Trankopfer. Jetzt 2 Vers 20. Nachdem gesagt worden ist, und ich werde euch nicht mehr setzen zum Hohn unter den Nationen und den Nordländer. In der Fußnote habe ich erklärt, so wörtlich übersetzt, das bedeutet der von Norden kommende. Denn der Angriff kommt von Norden, ja? Und den Nordländer werde ich von euch entfernen und werde ihn vertreiben in ein Land der Trockenheit und der entsetzlichen Verwüstung. Sein Vortrab in das vordere Meer und sein Nachtrab in das hintere Meer. Was ist das vordere Meer? Ganz einfach. Die Fußnote erklärt es ja. Das tote Meer. In der Bibel orientiert man sich am Orient, ja? Also man stellt sich auf mit dem Gesicht gegen die aufgehende Sonne. Das ist vorne. Hinten ist Westen. Und dann versteht man zum Beispiel in Hesekiel 16, warum Süden genannt wird rechts und Norden links. Ja? Das kommt von daher. Und so werden dann verschiedene andere Stellen werden plötzlich klar, wenn man einmal weiß, in der Bibel orientiert man sich am Orient. Also, sein Vortrab in das vordere Meer, die werden also ins tote Meer hineinkommen, und sein Nachtrab in das hintere Meer, das ist das mittelländische Meer, das Mittelmeer. Merken wir, wie die Angaben nun geografisch übereinstimmen mit Daniel 11. Der König des Nordens wird Israel überrennen, ja, auf Seeweg und auf dem Landweg. Dann wird er nach Ägypten gehen, Ägypten erobern. Dann hört er Gerüchte aus dem Osten und von Norden. Ja, von Ägypten nach Norden. Ja, die Macht des widerstandenen Römischen Reiches, Europa, muss intervenieren. Denn Europa ist ein Bundesgenosse des Antichristen. Und so hört er diese Gerüchte von Norden, die europäische Armee muss eingreifen im Nahen Osten, mit Schiffen und Flugzeugen werden die kommen. Ja, mit Schiffen, dann gehen sie wohin? Nach Haifa. Dort ist der große Schiffshafen Israels. Das war in der Antike nicht so, aber heute ist das so. Im Hinterland von Haifa liegt eine große Ebene. Das ist Harmagedon. Mit etwa doppelt so groß wie das, fast doppelt so groß wie das Bundesland Bremen. Das eignet sich also für einen Aufmarsch. Harmagedon in Nordisrael. Nun, der König des Nordens hört Gerüchte aus dem Norden und auch aus dem Osten. In Offenbarung 16, in Verbindung mit den letzten Gerichten der großen Drangsal, heißt es,
dass der Euphrat austrocknen wird, um den Weg zu bereiten für die Könige, die von Sonnenaufgang hier kommen. Eine Intervention von Osten her. Er kommt zurück und will seine Position festigen. Und wir haben gelesen in Daniel 11, er wird seine Armee aufstellen zwischen Vers 45, Daniel 11, und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Das ist also zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Ja? Und vom Tempelberg noch mehr nach Osten, dann ist man in der Region des Toten Meeres, ja? Genau dort stationiert er sich, aber Daniel erklärt dann in kurzen Worten, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Das ist genau die Übereinstimmung mit Joel. Es geht genau um das gleiche Ereignis. Der Vortrab ins vordere Meer, der Nachtrab ins hintere Meer. Sehen wir, das ist etwas ganz anderes als Harmagedon. Harmagedon, dort wird der Jesus bei seiner Wiederkunft die Armeen Europas, die dort aufmarschiert sind, um den Antichristen zu unterstützen, vernichten. Aber was wir in Joel haben, das ist die Vernichtung der islamischen Koalition unter der Führung von Syrien. Ich lese weiter. Und aufsteigen wird sein Gestank. Ja, aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch. Wieder Synonyme Parallelismus. Weil er Großes getan hat. In der Fußnote habe ich erklärt, oder weil er geprahlt hat, in Überheblichkeit gehandelt hat. Jetzt kommt das Gericht über die Zuchtrute, die Gott erst für Israel benutzt hat, um den Überrest zu bilden. Aber weil diese Armee in eigener Bosheit gehandelt hat und in Hochmut und Stolz gegen den wahren Gott, wird Gott sie vernichten. 2 Vers 21. Fürchte dich nicht, Erdboden. Frohlocke und freue dich, denn der Herr tut Großes. Warum wird jetzt der Erdboden wieder so angesprochen? Weil er Speisopfer produziert und Trankopfer. Frohlocke und freue dich, denn der Herr tut Großes. Merkt man hier den Gegensatz? In 2 Vers 20 heißt es von dieser bösen Armee, weil er Großes getan hat, wörtlich, ja? Im Sinn von prahlerisch gehandelt hat. Und nun heißt es, dass Gott, der Herr, Großes tut. Das ist ein bewusster Gegensatz. Denn der Herr tut Großes. Er spricht das letzte Wort. So wie Hiob gesagt hat, Hiob 19,25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er spricht das letzte Wort über diese Welt. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes. Denn die Auen der Wüste sind grün. Die Bäume tragen ihre Frucht. Der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr, Söhne Zions, frohlockt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott. Jetzt haben wir wieder eine Anspielung auf Joel, ja? Der Herr ist Gott. Joel. In dem Herrn, eurem Gott. Denn er hat euch gegeben, den Lehrer der Gerechtigkeit. Das erstaunt vielleicht diese Übersetzung. Es gibt Übersetzungen, die sprechen hier von Regen zu seiner Zeit. Aber ich habe hier eine Fußnote gemacht. Den Lehrer, hebräisch Moreh, zur Gerechtigkeit. Dieser Vers enthält ein wichtiges Wortspiel. Joel verwendet in der nächsten Zeile für Frühregen statt des üblichen Wortes Jore eine völlig ungewöhnliche Wortform, die genau gleich klingt wie Lehrer, Moreh. Aber hier wird also das ungewöhnliche Wort verwendet für Regen, für Frühregen, um hier ein Wortspiel zu erzeugen. Denn er hat euch gegeben den Lehrer der Gerechtigkeit. Das ist der Messias.
der zum Beispiel die Bergpredigt gepredigt hat. Und er lässt euch Regen fallen, den Frühregen und den Spätregen zuerst. In der Fußnote habe ich geschrieben, zuerst den Regen als natürlicher Segen, dann den geistlichen Segen in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das kommt dann noch, Kapitel 3, Vers 1. Ja? Übrigens, in den Schriften von Qumran findet man ja immer wieder die Erwähnung, verschiedentlich die Erwähnung eines Lehrers der Gerechtigkeit. Und so wurde wohl der Führer der Qumran-Gemeinschaft, der Gründer, bezeichnet, der aus priesterlichem, hohepriesterlichem Geschlecht war, aber wegen der Missstände im Tempel sich abgesondert hat ans Tote Meer. Und dieser Mann wurde dann bezeichnet von der Gemeinschaft als Lehrer der Gerechtigkeit. Und diesen Ausdruck haben sie eben aus Joel 2. Aber er bezieht sich nicht auf diesen Mann, sondern das bezieht sich auf den Messias. Er ist der Lehrer der Gerechtigkeit. Also nochmals, denn er hat euch gegeben, den Lehrer der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen fallen, den Frühregen und den Spätregen zuerst. Und nachher kommt dann der geistliche Segen. Und die Tennen werden voll Korn werden. Und die Kufen werden überfließen von neuem Wein und von Olivenöl. Wieder im Blick auf die Speisopfer und Trankopfer. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die der Vermehrer abgefressen hat, der Hüpfer und der Vertilger und der Abnager. Jetzt haben wir wieder diese vier Namen der Heuschrecken aus Kapitel 1. Und jetzt sehen wir, dass diese Ausdrücke genau auf diese Armee von Norden bezogen wird. Sie sind diese Heuschreckenarmee. Wenn wir weiterlesen. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die der Vermehrer abgefressen hat. Der Hüpfer und der Vertilger und der Abnager. Mein großes Heer, das ich unter euch gesandt habe. Und ihr werdet genug zu essen haben und satt werden. Und ihr werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben. Merken wir wieder, Joel. Den Namen des Herrn, eures Gottes, loben. Der wunderbar an euch handelt. Und mein Volk soll in Ewigkeit nicht mehr beschämt werden. Nun kommt alle Mühsal für Israel zum Abschluss. Dann wird sich erfüllen Jesaja 40, Vers 1. Nachamu, Nachamu, Ami, Amar Eloheichem. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Sehr Zwiefaches von der Hand des Herrn erhalten. Ja, und mein Volk soll in Ewigkeit nicht mehr beschämt werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in der Mitte Israels bin. Und dass ich, der Herr, euer Gott, entspricht wieder Joel, dass ich, der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll in Ewigkeit nicht mehr beschämt werden. Und nun kommt Kapitel 3. Und es wird geschehen nach diesem. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und es werden weissagen eure Söhne und eure Töchter. Eure Ältesten werden Träume träumen. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Nun können wir ganz gut merken, der Text beginnt und es wird geschehen nach diesem. Nach was? Nach der großen Drangsalszeit. Diese Geistesausgießung bezieht sich auf die Zeit nach der großen Drangsalszeit. Wer diesen Text auf heute anwendet, ist vollkommen irregegangen im Zeitplan der Heilsgeschichte Gottes. Das ist nicht unsere Zeit. Das ist eine völlig falsche Auslegung. Aber man muss nur einfach mal Joel ganz durchlesen. Und so im Zusammenhang, wie wir das getan haben. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang des tausendjährigen Reiches, nachdem das Schicksal Israels völlig gewendet sein wird. Nun erwähnt Petrus dieses Bibelwort am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2. Und schauen wir,
wie ihr das einführt. Die Leute sind ja entsetzt über das Sprachenwunder. Diese ungebildeten Galiläer sprechen alle möglichen Sprachen und Dialekte, akzentfrei, perfekt. Was soll das? Die Leute sind durcheinander. Und Petrus erklärt, Vers 15, die sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Er sagt nicht, dass dies die Erfüllung ist. Wie an anderen Stellen zitiert, wie das aus dem Alten Testament, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Hier sagt er, dies ist. Dieses Phänomen, was ihr da erlebt in Jerusalem, ist genau dasselbe, wie in was in Joel 3 beschrieben wird. Es war eine Vorwegnahme für die Gemeinde, aber es war nicht die wörtliche Erfüllung, denn die wörtliche Erfüllung bezieht sich auf nach diesem. Es wird geschehen nach diesem. Noch etwas, wenn wir heute eine Geistesausgießung von Gott erbitten oder erwarten, verunehren wir Gott. Denn der Heilige Geist ist da. Er ist ausgegossen am Pfingsttag und er hat 2000 Jahre hindurch in seiner Kraft gewirkt in der Gemeinde. Da, wo man dem Bösen keinen Raum gegeben hat. Da, wo der Heilige Geist frei wirken konnte. Und er hat es getan. Aber er wird bei der Entrückung, wird er weggehen. Der jetzt noch das Böseste aufhält, wird weggehen und dann erst kann der Antichrist überhaupt kommen. Darum kann er heute noch nicht in Erscheinung treten. Er könnte leben, aber er kann nicht in Erscheinung treten, weil der Heilige Geist das zurückhält. Dann geht er weg. Und jetzt verstehen wir, wenn er bei der Entrückung weggeht, dass er dann für den Überrest Israels und für alle, die da im Glauben gefunden werden, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit mit der Gemeinde kommt, dass es da zu einer neuen Geistesausgießung kommt. Aber das ist nicht die Geistesausgießung für die Gemeinde, Apostelgeschichte 2, sondern das ist die Geistesausgießung für Israel und den Überrest der umgekehrten Völker dann. Ich lese weiter. Joel 3, Vers 3. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Das sind alles die Zeichen aus der Zeit von Joel 2. Ja? Und die kündigen die baldige Geistesausgießung an. Vor dem Kommen des Tages des Herrn, des Großen und Schrecklichen. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion, der Tempelberg, und in Jerusalem wird Errettung sein. Wie der Herr gesprochen hat, ja, unter den Entronnenen, die der Herr ruft. Hier haben wir ein Wort, das wiederholt im Neuen Testament aufgenommen wird. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Römer 10, Apostelgeschichte 2. Nun, auf dem ersten Blatt habe ich vermerkt, bei den charakteristischen Ausdrücken und Besonderheiten, nein, bei den praktischen Lehren. Was können wir aus diesem Buch lernen? Der letzte Punkt. Gottes Gnade ist universell. Das heißt weltumspannend. Jeder Mensch, ob Jude oder nicht Jude, aus welcher Nation, aus welchem Stamm, aus welcher Sprache auch immer, darf kommen. Gottes freie Gnade steht allen offen. Also universell meine ich nicht. Es gibt eine Allversöhnung, das gibt es nicht. Aber Gottes Gnade gilt allen Völkern und Sprachen. Und darum heißt es auch in Offenbarung 5, dass
schließlich einmal aus allen Völkern und Sprachen Menschen durch das Blut Christi errettet sein werden. Nicht alle Menschen, aber aus allen Völkern und Sprachen. Und es gibt heute 5700 katalogisierte Sprachen, ohne die Dialekte. Und manchmal sind das kleine Gruppen von nur ein paar hundert Leuten. Das ist schön. Gottes Gnade im Blick auf die ganze Welt. Und das finden wir als Grundgedanken für eine Weltvision bereits im Joelbuch. Und das nimmt Petrus eben auch in seiner Rede in Apostelgeschichte 2 auf. Das ist das Grundprinzip der Weltmission. Wir gehen zu Kapitel 4. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, da ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie hinabführen in das Tal Josaphat. Ich habe in der Fußnote erklärt, Josaphat bedeutet, der Herr richtet. Dieses Tal entspricht dem Tal Kidron, das Tal zwischen Tempelberg und Ölberg, wo der Herr Jesus ja nach Sacharja 14, Vers 3 erscheinen wird, auf dem Ölberg. Nun, da wird also der Herr Jesus erscheinen und wird eine Schlussschlacht führen gegen den König des Nordens, gegen diese Koalition aus dem Norden, da bei Jerusalem, wenn er auf den Ölberg kommt. Aber schauen wir mal was. Hier haben wir eine interessante Verknüpfung. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, da ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Also in der Zeit, wenn das Schicksal der Juden gewendet wird, in einem Prozess, das ist die Zeit der Wiederkunft Christi als Richter der Welt. Nun, wir haben gesehen, wie das jüdische Volk gehasst, geächtet, verfolgt und vertrieben war während fast 2000 Jahren. Aber die Wende kam 1882. Die erste Rückwanderungswelle. Dann kam die zweite, die dritte und so weiter. Bis heute sind Millionen zurückgekommen. Jerusalem wurde zur Hauptstadt Israels. Ost-Jerusalem, der Tempelberg, kam 1967 in jüdische Hand zurück, nach seit dem Jahr 70 endlich wieder. Das gehört alles dazu, in jenen Tagen, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Darum können wir sagen, aufgrund dieser Stelle, wir sind in der Zeitperiode der Wiederkunft Christi. Ohne dass wir Jahre berechnen könnten. Aber auf 2000 Jahre, was sind diese 120 Jahre Endzeit seit der ersten Einwanderungswelle? Das ist eine Periode und wir sind da bereits sehr, sehr fortgeschritten. Ich lese weiter. Und ich werde dort mit ihnen einen Rechtsstreit führen über mein Volk und über mein Erbteil Israel. Weil sie es unter die Nationen zerstreut und mein Land verteilt und über mein Volk das Los geworfen. Und den Knaben um eine Hure gegeben. Und das Mädchen um Wein verkauft und ihn vertrunken haben. Also Gott wird die Völker zur Rechenschaft ziehen darüber, was sie mit Israel gemacht haben und mit dem Land Israel. Eine ernste Warnung an die UNO, an die Weltgemeinschaft, die glaubt, sie könne das Land teilen, wie sie will. Ja? Mein Land verteilt. Denken wir nur an den UNO-Teilungsplan 1947. 4 Vers 4. Und zudem, was wollt ihr mir, Tyrus und Sidon? Das ist dann in Libanon gerichtet. Tyrus und Sidon soll das heißen. Ein Druckfehler. Sidon. Ja. Die Stadt der Sidonier. Ja, im Libanon. Zwei libanesische Städte, die feindlich sind gegen Gott. Und zudem, was wollt ihr mit mir? Tyrus und Sidon. Und alle ihr Bezirke von Philistäa. Das ist interessant, weil Philistäa bezeichnet das Philisterland. Das war von alters her im Bereich des Gazastreifens. Und etwas darüber hinaus. Das ist das antike Philisterland, Philistäa. Und nun werden hier speziell die Philister in der Endzeit angesprochen. Und zwar in der Mehrzahl
alle ihr Bezirke von Philistäa. Sie haben offensichtlich mehr als einen Bezirk. Das ist interessant, ja? In Verbindung mit der Palästinenser-Frage. Übrigens, Palästinenser auf, das Wort Palästinenser geht sprachlich zurück auf Philister. Über das Lateinische. Aber im Arabischen ist das noch viel besser ersichtlich, weil das Wort für Philister in der arabischen Bibel, Philistini, ist das gleiche wie für Palästinenser. Philistini ist das gleiche. Ja? Also, alle ihr palästinensischen Bezirke. Das wäre eine moderne Übersetzung. Wollt ihr an mir Vergeltung üben? Ja, wenn ihr mir etwas antun wollt, schnell eilends, werde ich euer Tun auf euren Kopf heimzahlen. Ihr habt ja mein Silber und mein Gold weggenommen und meine schönen Kostbarkeiten in eure Tempel gebracht. Und die Söhne Judas und die Söhne Jerusalems den Söhnen der Griechen verkauft. Das war alles im Jahr 70. Und folgende, damit sie entfernt werden von ihrem Gebiet. So kam es zur Entjudaisierung des Landes Israel. Aber Gott zieht sie nun in der Endzeit zur Verantwortung. Siehe, ich wecke sie auf von ihrem Ort her und werde euer Tun auf euren Kopf heimzahlen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter verkaufen in die Hand der Söhne Judas. Also Gott weckt die Juden, dass sie wieder heimkehren. Und dann kommt es zu einer Vergeltung. Und und ich werde eure Söhne und eure Töchter verkaufen in die Hand der Söhne Judas. Und sie werden den Sabäern verkaufen. Sie werden sie den Sabäern verkaufen. Einer weit weg liegenden Nation. Im südlichen Teil der arabischen Halbinsel. Denn der Herr hat geredet. Ruft dies aus unter den Nationen. Heiligt einen Krieg. Einen heiligen Krieg, ja? Weckt die Helden auf. Es sollen anrücken, hinaufziehen alle Männer des Krieges. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Rebmesser zu Lanzen. Der Schwache soll sagen, ich bin ein Held. Kommt eilends, alle ihr Nationen ringsum. Ja, nicht alle Nationen auf dem ganzen Erdenrund, sondern alle Nationen ringsum sollen kommen zu einer Schlussschlacht. Ja, sie sollen sich versammeln. Dorthin führe hinab, Herr, deine Helden. Es sollen in Bewegung geraten und hinaufziehen die Nationen ins Tal Josaphat. Also zum Tempelberg. Denn dort werde ich sitzen, um zu richten, alle Nationen ringsum. Das sind all die feindlichen Nationen ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kälte ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Lärmende Menge im Tal Josaphat. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond sind schwarz geworden, und die Sterne verhalten ihren Schein. Und der Herr brüllt aus Zion. Er ist zurück. Er kommt zuerst auf dem Ölberg, dann geht er hinüber nach Zion, nach Jerusalem. Und er wird kämpfen für sein Volk. Und hier wird also das Wort brüllen benutzt. Das heißt also wie ein Löwe. Der Herr brüllt aus Zion. Ja, aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen. So dass Himmel und Erde erzittern werden. Der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein, ja, eine Festung den Söhnen Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Wieder eine Anspielung auf Joel. Der ich auf Zion, meinem heiligen Berg, wohne. Das ist der Tempelberg. Und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden es nicht mehr feindlich durchziehen. Jetzt kommt die Zeit der Nationen endlich zum Ende. Und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden es nicht mehr feindlich durchziehen. Und es wird geschehen an jedem Tag. Die Berge werden von Most triefen, und die Hügel von Milch fließen.
und alle Bachbette von Juda werden von Wasser fließen. Nach Offenbarung 11 wird es ja in der großen Drangsalszeit von 1260 Tagen nicht mehr regnen. Denn zwei Männer aus dem Überrest Israels, zwei Propheten, werden in Jerusalem weissagen, und sie haben Macht, den Himmel zu verschließen wie Elia. Solange, wie sie prophezeien oder weissagen. Das heißt genau 3,5 Jahre. Darum, in dieser Zeit wird es nicht mehr regnen, aber am Ende, haben wir schon in Kapitel 2 gelesen, wird Gott den Früh- und den Spätregen wieder zurückgeben. Und dann wird es so sein, dass also die Bachbette von Juda von Wasser fließen werden. Und noch mehr. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn entspringen. Das ist nun diese Quelle, die in Hesekiel 47 erwähnt wird, die aus dem dritten Tempel, aus dem Hesekiel-Tempel entspringen wird. Zu einem Fluss wird, zu einem Doppelfluss, wobei der eine Arm dann ins Tote Meer runtergeht und der andere Arm geht ins Mittelmeer. So steht das in Sacharja 14. Und hier steht, und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn, da haben wir also wieder den dritten Tempel, entspringen und das Tal Sittim bewässern. Das Tal Sittim habe ich in der Fußnote erklärt. Das ist das Tal des Toten Meeres, das auch genannt wird die Arava. Sittim heißt Akazienholz. Wenn man ins Tote Meer geht, sieht man immer wieder diese Akazien in der Wüste. Darum ist das Tal Sittim, das Tal des Akazienholzes. Und das Tal Sittim bewässern. Ägypten wird zu einer entsetzlichen Öde werden. Und Edom, Südjordanien, wird zu einer entsetzlichen Wüste werden. Und dieses Thema wird uns heute Nachmittag beschäftigen. Mit Obadja. Das nämlich nur dieses Thema behandelt. Edom. Edom wird zu einer entsetzlichen Wüste werden. Wegen der Gewalt an den Söhnen Judas. Weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Jordanier. Unschuldiges Blut vergossen. In Israel. Ja, wir kommen darauf zurück. Aber Juda wird in Ewigkeit bleiben. Und Jerusalem von Generation zu Generation. Nun kommt der letzte Vers, mit dem wollen wir dann schließen. Und der ist wirklich umwerfend. Und ich werde sie reinigen von ihrem Blut, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird in Zion wohnen. Was ist das für eine Blutschuld? Die auf Juda war und er hatte sie nicht von ihr gereinigt. Aber jetzt wird er sie reinigen. Wenn wir da zurückdenken an Matthäus 27, Vers 25, als die Volksmenge vor Pilatus rief, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wir übernehmen die Verantwortung für den Tod an diesem Mann aus Nazareth. Und diese Blutschuld war eine Last auf diesem Volk. 2000 Jahre. Aber hier die Verheißung, wenn das Volk durch die Finsternis zum Licht geführt wird, ich werde sie reinigen von ihrem Blut, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Natürlich in jeder Generation sind Juden zum Glauben an den Messias gekommen und haben gesehen, ja, es ist wahr, wie in Jesaja 53. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wir, und so hat jeder Jude in allen Generationen ebenso erfahren können, wie für ihn persönlich die Reinigung von diesem Blut, durch dieses Blut geschehen ist. Und das wird national für das ganze Israel, das dann umgekehrt sein wird, dieser Überrest, der umkehren wird, geschehen. Gott wird sie reinigen und Joel schließt und der Herr wird in Zion
dem Tempelberg wohnen. Ist doch wunderbar, wenn man mal dieses Prophetenbuch so in einem Zug durcharbeitet und plötzlich bekommt das Ganze Sinn und Bedeutung, nicht nur in sich selber, sondern auch in Verbindung mit allen anderen prophetischen Büchern, geht da wirklich ein Puzzle auf.